Aber die erzähle ich, lese ich ein andermal vor. Ich finde, ich habe jetzt zu lange da vorgelesen. Und ich denke mir, das nervt euch auch noch ein bisschen. Aber hey, komm, ich wollte euch mal die ganzen Einträge zeigen. So. Naja, weil das halt zu kurz ist, hier dieses Level, wollte ich halt, wie gesagt, halt das hier alles vorlesen und euch die ganzen Einträge zeigen. Auch wenn das Reden bei mir nicht gerade nützlich war. Oh, ich hab zwei auf einen Streich gekillt. Warte mal, ihr konntet auch irgendwie rösten. Hier ist nicht so eine. Nicht, denkst du? Ah ne, das war ja rösten, wa? Okay, das ist neu. Das ist aber richtig neu. Ja, ich möchte mit denen reden. Die größten Fische, die ich je gesehen habe, zogen mich ins Wasser. Direkt am Dorfsee. Ihr hättet sie sehen sollen. Ich bin sicher, sie tummeln sich noch immer dort. Seit wann gibt es hier verlorene Seelen? Seid euch bewusst. Wenn ihr die gefangenen Seelen aus dieser Truhe befreit, müssen sie erneut zur Ruhe gebettet werden. Wer ihnen dabei hilft, könnte gar als größter aller Helden in die Geschichte von Gallomer eingehen. Würdet ihr das tun, Sir Dan? Falls ja, ist euch eure eigene Legende gewiss. Okay. Im Original stand es zwar auch, aber ich habe da keine Seelen gesehen. Achso, die verstecken sich. Ah ja. Funktioniert das nicht? Ja, Buch lesen. Das geheime Tagebuch von Zarok. 100 Jahre war ich im Exil. Gewärmt von meinem Zorn, genährt von meinem Leid, begleitet von meiner Furcht. Doch bald werden sie büßen. Sie alle. Auch Fortescue. Er vereitelt meinen ersten Plan, Gallomer zu erobern. Und behauptet postum, mich getötet zu haben. Wenn ich ihn finde, werde ich ihm sein knochiges Hinterteil versohlen. Ich habe ihn nie gemocht. Ständig trieb er sich am Hof herum und mischte sich ein. Wo wollt ihr mit der toten Katze hin, Zarok? Woher habt ihr das Gehirn, Zarok? Elender Wichtigtuer. Passiert. Zauberbuch. Inhalt. Tote erwecken. Seite 5. Stadt in Schlaf versetzen, Seite 71. Blendend aussehen jenseits der 400, Seite 136. Jemanden willenlos machen, Seite 207. Dämonen beschwören, Seite 268. Kartentricks, Seite 298. Warum braucht der Kartentricks?
Kann man die vielleicht ja fucken, nee, ne? Ich finde irgendwie die Kobolde voll niedlich. Sollt sie abfackeln? Wieso klappt das nicht mehr? Das kann also eine Weile dauern. Der geht mir schon ein bisschen auf die Nerven. Ich hasse es, wenn es auch nicht reagiert. Komm, ist nur noch der Einzige. Hallo? Junge, du setzt die Drachenrüstung dem! Meine Fresse! Bescheuerte bist du. Das sieht aus bei Fortescue. Hey, wer? Ja, sieht nicht schlecht hier aus. Jetzt darf ich erstmal zurückrennen. Und den Kelch holen. Klettern kann man zufälligerweise hier nicht, ne? Nö. Wie ihr seht, so kurz ist das Level. Deswegen habe ich auch extra alles davor gelesen. Dein Ernst? Tada, und hier ist das Ende. Gut, das war dann dieses Level, auch wenn es
eigentlich kurz war und weil ich auch die meiste Zeit dann noch vorgelesen habe. Ich werde dann zum nächsten Mal auch Stück für Stück dann auch die ganzen Bosse vorlesen und halt auch irgendwann die restlichen. Die restlichen Gegner vorlesen. Und warum hat eigentlich jetzt das Schild wieder einen Schaden bekommen? Oder hat er das ganze Zeit schon 160? Schildgard. Hey Daniel, wie macht sich das schwer? Ich hab doch gesagt, es hat Zauberkraft. Hier ist was für euch. Keine Ahnung, was es ist. Na, wollt ihr es riskieren? Oh, da. Dann spare ich mir die Eingangszeile wieder zu machen halt. Und da kann ich jetzt auch schneller halt wieder die Lebenspunkte auffüllen, als wenn ich jetzt zum Friedhof gehe. Auch wenn im Friedhof sagt schon zwei Heilungsstationen gibt. Aber hey, da muss ich wieder den ganzen Weg da nach unten gehen und das dauert denn. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Dann kommt zum nächsten Mal das nächste Level und zwar das Zeitmessgerät. Ja, so heißt das nächste Level. Haben sie wenigstens hier ist. Was? Hier nennen sie der Chronograph? Im Original heißt das Level das Zeitmessgerät. Und guck mal, sieht ihr da ganz links bei der Karte, da ist auch ein Schloss. Was das wohl ist. So. Zum nächsten Mal werde ich jetzt im Nachhinein mal dieses Level spielen. Um die Lebenspunkte aufzufüllen. Ansonsten sehen wir uns dann zum nächsten Mal. Und was ist das da neben dem Kelch für ein Zeichen? Ist das diese komische Seele? Warte mal, gibt es jetzt über. Was sind das für Zeichen? Ist das neu? Ach nee! Das sind jetzt die ganzen Seelen! Okay. Och nö, darauf habe ich jetzt keinen Bock, die ganzen Seelen jetzt einzusammeln. Jetzt kapiere ich jetzt im Original, was damit gemeint ist. Okay. Dann muss ich im Offscreen die ganzen Level nochmal spielen. Aber das wird dann auf meinem dritten Kanal erscheinen. Jedenfalls sage ich jetzt hier nur noch Tschüss. Das war meine Schulter. Jedenfalls, willkommen zurück zu Medieval. Das Remake-Spiel für die PlayStation 4. Falls ihr euch wundert, warum ich da bin. Ich habe einfach hier noch einige Masken geholt. Ich habe bis zur Rückkehr zum Friedhof erstmal gemacht. Die anderen werden noch kommen. Und wie gesagt, es wird dann alles auf meinem dritten Kanal erscheinen. Das Problem ist, ich muss alle Level nochmal durchspielen, damit ich diese Seele habe. Ja. Des Weiteren wird man dann auch auf meinem dritten Kanal sehen, wie ich die anderen Trophäen bekommen habe. Wie zum Beispiel gibt es einen bestimmten Cheatcode, den ich vorher nicht kannte, gab es als Trophäe? Oder gibt es als Trophäe? Und wie ich zum Beispiel den Glasdämon nur mit diesen Armen von von Fortescue besiege. Das letzte Mal hatte ich hier die Eingangshalle abgeschlossen. Und nun geht es weiter mit dem vorletzten Level, der Chronograph. Was im Original das Zeitmessgerät heißt. Ich kann wenigstens noch froh sein, dass er noch am Leben ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin gespannt, wie dieses Level im Remake aussieht. Das sieht schon mal genial aus. Zarok will seinen Einflussbereich über die Grenzen der Zeit hinaus ausweiten. Überlegt nur, wohin er reisen könnte. Ins moderne London, Ägypten, die Möglichkeiten sind endlos.
Ach, da ist Fortescue unten links. Der ist geduckt und hält seinen Schild. Ja. Übrigens, ich mag jetzt mittlerweile diese Waffe. Er wirft diese Waffe. Also es ist eine Fernangriffwaffe. Und wenn ein Gegner in der Nähe ist, dann verzaubert sich dieser Gegner in ein Hähnchenschenkel. Und Fortescue kann es dann essen. Und kann sich dabei heilen. Das werdet ihr dann auch bei den ganzen anderen Videos sehen, als ich dann hier Dings hole. Mit dunkler Magie, der sogenannten Wissenschaft, hat Zarok ein mechanisches Gerät zur Zeitmessung gebaut. Das Innere dieses Chronographen ist hochkompliziert. Behaltet die Zifferblätter genau im Auge. Ihr müsst nachher die Zeiger der Hauptuhr verstellen. Ja, ich weiß. Ist nur zweimal. Hier. Ich wechsle mal die Sekundärwaffe. Neuer Eintrag. Stimmt, es fehlen ja noch 3 Einträge. Jetzt sind es nur noch 2. Und die Bosse musste ich ja noch vorlesen, aber die werde ich ein andermal vorlesen. Komm. Hier, ich habe aktuell auch noch 272. Und jetzt habe ich 196, weil er mich hier angegriffen hat. Dieser verdammte Scharlatan. Komm her, du hässliches Vieh. Bist du jetzt feige? Sag mal. Blödes Vieh. Übrigens, die können Schaden anrichten. What the fuck? Die sehen ja hier creepyhafter aus als im Original. Denn der hat ja total keine Pupillen. Im Original haben sie noch Augen und Pupillen. Also Augen sowieso. Aber die haben wenigstens noch Pupillen. Wow. Ah, cool. Übrigens, ich muss es auch schnell einsammeln, denn sonst verschwinden diese. Aber eins frage ich mich. Wenn ich die Hähnchenschenkel werfe, muss ich auch Gegner treffen, oder ist das egal? Ich frage mich, für was der gut ist. Oder ist er einfach nur als Deko da? Ich weiß, diese hier bringen mich dort drauf. Da lohnt es sich noch nicht hinzugehen. Ich sehe nichts. So, was zeigt das mir an? Großer Zeiger da. Sind das die Sternzeichen? Also 3 und 4.